Sie haben die Fernsehsendung vielleicht gesehen, Hits, 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 Schlager, die man nie vergisst. 3 Mark von diesen 19,90 Mark für einen guten Zweck, ich schenke sie Ihnen. So, ich habe es gesagt, viele Interpreten, ich bedanke mich bei Ihnen und noch viel Spaß in Berlin. Ne? Viele Interpreten heute Abend haben es furchtbar eilig. Und die Truppe, die jetzt kommt, die hat es auch ein bisschen eilig gehabt, hier hinzukommen, denn die waren in London, bereiten sich auf eine Karriere in England und in den Vereinigten Staaten vor. Und der Junge ist damals bekannt geworden, als alles von der neuen deutschen Welle redete, von den Interpreten, die damals sehr schnell, zum Teil sehr viel Erfolg hatten, sind so viele nicht mehr übergeblieben, eigentlich nur die Guten. Und zu denen gehört er wohl unbestritten. Er hat seit Jahren jedes Jahr 1, 2 oder 3 Erfolge. Letztes Jahr war das zum Beispiel der Engel 07. Hier ist Hubert K. mit den goldenen Zeiten. Wir fahren weiter fort. Wir werden schneller braun. Wir müssen kaum noch bauen. Wir treiben viel mehr Sport. Wir brauchen keine Sonne mehr. Oh, es geht uns jeden Tag besser. Goldene Zeiten. Das Paradies ist Wirklichkeit. Oh, wie schön. Goldene Zeiten. So weit. Wir machen Leute nein, richten uns schöner ein und machen leichter Geld. Wir hören der Radio und sehen der Video, Gewalt, die uns gefällt. Wir brauchen keine Fantasie. Oh, es geht uns jeden Tag besser. Goldene Zeiten. Das Paradies ist Wirklichkeit. Oh, wie schön. Goldene Zeiten. Ja, es ist so weit. Goldene Zeiten. Die neue Welt ist endlich da. Oh, wie schön. Goldene Zeiten. Ja, es ist so weit. Ja, es ist so weit. Goldene Zeiten. Die neue Welt ist endlich da. Oh, wie schön. Goldene Zeiten. Hubert K. So, und ehe Sie sich, liebe Fernsehzuschauer, wenn irgendwann mal hier das Bild aufs Publikum kommt, fragen, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, kläre ich es auf. Sie haben ihn schon mal irgendwo gesehen, wir haben einen prominenten Besuch, darüber freue ich mich sehr. Thomas Anders, 50% von Modern Talking. Seit 4 Wochen in Deutschland mit You're My Heart, You're My Soul, Nummer 1. Und ich kann es euch sagen, ich habe es eben gehört, ihr seid auch nächste Woche Nummer 1. So, in den Verkaufscharts. Hat sich auch gleich einen neuen Pullover gekauft.